Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge wieder mal auf der Ellerbach zusammen mit Ben und Justin. Hallo. So, ich bin hier schon mal zum Hof gefahren, denn ich wollte einmal ganz kurz hier noch ein bisschen tanken. Kaufen wir noch ein bisschen Sprit. So. Weil sonst wird es vielleicht etwas eng. So. Kurz voll machen und dann machen wir zusammen noch, ich glaube, die 60, wenn ich es richtig im Kopf habe. Korrekt, genau, die 60 machen wir noch einmal mit der Scheibenegge drüber und dann kalken wir die alle noch. Und du, was soll ich eigentlich machen? Du fügst erstmal. Ich bin fertig. Ach so, dann kannst du dir auch an sich den Kalkstreuer nehmen. Bin ich denn jetzt Wasser und schon mal anfangen mit Kalken? Ja. So, der Flug klappt ungefähr ein halbes Jahr zusammen. Ah, chillig. So. Kann man aufs Quartier nicht kalken? Was? Achso, jetzt weiß ich. Nee, hat sich erledigt. Nee, das Gewicht schaut so geil aus, ehrlich. Ja, das schaut schon echt sexy aus. Ich finde bloß diese eine dicke Auswölbung vorne ein bisschen überflüssig. Ja, wir hatten kein besseres. Alles gut. Hättest du ja ein schönes Case-Gewicht irgendwie kaufen können. Wo muss ich überall kalken? Schau einfach nach. Weiß auch nicht auswendig. Ja, du hast es auch im Schirm. Nö. Ganz so gebildet bin ich da dann doch nicht. Trau, ich putze jetzt sogar nur einen Flug, weil das andere wird eh direkt wieder dreckig. Hätte ich das gemacht, da hätte es wieder eins aufs Maul gegeben. Ja, das, was in die Garage kommt, ist ja sauber. Ah, ja. Ich finde sehr witzig, der Flug ist jetzt schon verschlissen. Der hat jetzt schon so überall so silberne Flecken. Ist doch gut. Ja, den ziehst du auch durch Steine und die ganze Quatsch. Kein Wunder. Ja, trotzdem. Steine haben wir doch aus, Mensch. Ja, also ich will nicht sagen, wir haben für das Ding absolut keinen Platz. Für was? Das Flug. Ding zum Parken. Gott, warum? Was geht bei mir ab? Bitte helfen Sie mir. Okay. Ja, keine Ahnung. Dann hinten auf die Wiese erstmal draufstellen und dann schauen wir. Ja, ich kriege ihn schon in die Garage reingebaut. Okay, der hat sogar hier eine recht edle Position gefunden. Er nimmt halt so die halbe Halle ein, aber ist egal, da muss eh nichts anderes. Ah, doch, da stand der Kalkstreuer. Ja, egal, der kommt da dann woanders hin. So, einmal kurz gucken. Mal schauen, ob das 728 auch hochgeht mit dem Ding hinten. Wahrscheinlich schon. 90. Ja, ich hab das fetteste Gewicht der Welt dran. Also fangen wir einfach mal an. Kann ja noch besser werden. So, wo füllt man jetzt den Kalk auf? Da gibt es so eine Kalkstation. Hä, der hat gar keine Plane? Nee. Kalkstation ist dort bei Feld 16. Also muss quasi bei Justin und Maxim und dem ganzen Bums vorbei, am Händler vorbei und dann weiter nach links. Genau. Genau, seit der letzten Folge habe ich noch Feld 81 sowie 79 einfach nochmal. Nee, ich glaube 79 und 68 habe ich gemacht. Bin ich schon mal mit der Scheibenegge drüber, damit das hier nicht sich gar so lang zieht. Thank you.
Dann kann ich noch Ulrich ansehen. Nur diesen Monat, Was ist? Ulrich kann ich nur noch diesen Monat ansehen. Ich muss jetzt alle, Felder von mir nehmen und Dings mit Ulrich draufknallen. Ja, wir haben halt unsere Felder einfach schon alle vollgedüngt. Nur, mein Lieber, ich komme günstiger mit dem Ölrettich weg anstatt mit dem Dings. Aber ist auch lang nicht so cool. Warum? Güllefahren ist schon cooler. Wie bist du Ölrettich? Gülle tue ich dann im Frühjahr fahren. So. Und sage ich mal, für die 23 oben, da fährst du ja wie lange Gülle hin. Ja. Wenn du dir mit das Feld mal anguckst. Schon kacke, wenn der Teampartner da nicht da ist. Komm, streu noch Salz in die Wunde. Ja, das war auch meine Idee dahinter. So. Auch gleich hier oben fertig. Auch gleich fertig. Fertig mit Feld 1. Was war eigentlich nochmal, wenn du Sachen säst, die eigentlich nicht gedacht sind zu säen gerade? Geht einfach nicht, oder? Fehlermeldung. Echt? Kommt Fehlermeldung? War es nicht so, dass die Pflanzen dann sterben irgendwie oder so? Nee, du kannst sie gar nicht ansehen. Okay. Ah, oh, ich freue mich schon auf Terra Life. Komm mal zwischen. Ja, in spätestens 4 Wochen. Ah. Nee, das soll ja, im Mod-Hub eingereicht werden mit der Oberschwarm von Yogi, eine französische Karte, Paliné, eine Alpenkarte, ne? Holzer und Eifel. Die Eifler-Karte, so gesagt. Ja, dauert es halt dann doch noch 5 Wochen, 6 Wochen, weil Mod-Hub einfach noch dauern wird. Alles, also alle Karten sollen am gleichen Tag released werden. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Und die... Hey Luca, ich dachte, du hast mit 81 hier unten schon. Gekalkt? Ja. Nee. Die Download... Hey, was hast denn du da unten gemacht? Ich hab mit der Scheibenecke drüber gejuggelt. Also die ganzen Einnahmen von den ganzen Downloads wird an die Kinderkrebshilfe gespendet alles. Was für Einnahmen von Downloads? Also weil du kriegst beim Download. Hey, beim Mod-Hub verdienst du Geld. Ja. Oh, ich weiß nicht. Nun kann ich heute doch mit Modding anfangen. Ja, deswegen kommen auch so viele Push-Mods immer raus. Einfach nur, weil sie Geld machen wollen. Check. Ja, ich verstehe halt nicht, warum tut Giants da nicht hätte durchgreifen, weil da kommen ja teilweise schon echte Abfall rein. Ja. Sondern seit halt ja jeder Mod ist. Er hat seine Berechtigung eigentlich. Ja, schon. Aber apropos Modder. Wir suchen ja welche. Für Next NLS. Fürs Team. Ja, aber es sollte nicht so. Ja, also ich hab mal 2 Traktoren gemacht, so. Sondern schon ein bisschen mehr. Ja, was Richtung Map und Richtung Blender, was uns auch diese Blender beibringen kann. Ja, also das würde ich würde mir nicht freiwillig antun, Justin Blender beizubringen. Also. Da kracht's ja schon, wenn du mit dem OBS einrichten musst. So, hier noch die 2 letzten Stabilen wegmachen. Ja, da muss ich mir echt für nächstes Mal noch was Besseres überlegen, das ist ja grauenvoll so. Was machst du da? Keine Ahnung, ich habe irgendwie immer so minimal am Rand. Das triggert mich halt, habe ich noch so ein paar Stapeln gehabt. Ja, ja. Gute Arbeit bei der Runde. Ja. Nee, war Ding Nachgewende quasi. Als Bahn gefahren und dann. Es war nicht Ding in den Bahn selbst. So. Fertig. Ja. Bei uns ist richtig Hochwasserstand, ey. Oh, ich bin schon wieder leer. Digga, 10 Stunden auf dem Kleinen jetzt. 8,3 auf dem Großen. Ey, ich meine, er hat 0,3.
Und wenn ich mal drauf, dass der Verschleiß irgendwie niedriger ist. Ja, ja. Alter, das fuckt mich so ab. Damit man die länger fahren kann. So, einmal hier durch, da durch und dann hoch. Jetzt muss man mal gucken, wo ich die Scheibenecke hinstellen kann, wo Platz ist. Ja, du musst gucken, ob in die obere Halle das von der Höhe her geht. Ja. Und putzen nicht vergessen. Bin gerade dabei. Glück gehabt. Zum Glück sagst du es auch bei Luca. Auf der Dürren war er mir dreckig die Sachen in die Halle gestellt. Ja, aber da waren sie ja auch nicht so brutal dreckig wie hier. Nur nicht. Ich erzähl nur den Mulcher-Eimer. Den konnte ich ja einmal durch. Also wäre, ich glaube, besser, wenn man den einmal durch Glykolyt zieht, anstatt das du ihn mal benutzt hast. Na. Ah, doch. Ich glaube, bei der Güllegrube wäre er noch sauberer gewesen. So, einmal Innenraumwaschung auch direkt mit. Mach das nicht, weil Fan geht auf die Lecke direkt am Arsch. Ja, immerhin kann aber nicht das ganze Plaste aufquillen. Wie bei deinem Deutz. Oh, Ben! Hast du gehört? Nein, mir ist egal. Ich weiß nicht, ob ich mit dem in einem Hof noch sein möchte. Ah, ich will Hof wechseln, ich will zu Justin. Ja, kannst gerne kommen. Dann schicke ich Carlos zum Luca rüber. Er ist eh nie da, brauchst du eigentlich gar nicht rüber schicken. Ehrlich. So. Machen wir es so. Haben wir da überhaupt noch irgendwo Platz? Da drüben. So, schauen wir mal, ob der Bums hier reinpasst. Das kann ich ja jetzt mal hier so fragen. Für die, für das Projekt Stadtenbach. Wird die Zuschauer interessieren, wenn ich mal zwischen den wenn ich aufnehme, also wenn ich Arbeiten zu tun habe, live gehe? Das wäre, glaube ich, schon spannend. Weil Justin ist halt informativ sehr interessant. Mhm. Ja, aber du musst auch gucken, ob dein PC und deine Leitung das hinbekommt, Justin. Meine Leitung bekommt das hin. Mios kannst du es machen. Streamcode und dann passt es. Ja, also die passt ja auf jeden Fall rein. Ist nur ein bisschen eng hier mit der Scheißpresse. Ach, dann darfst du halt nicht um 10.30 Uhr vormittags unter Schulzeit aufnehmen. Nee, ich habe ja nächste Woche Urlaub. Hä? Ich dachte, du musst arbeiten. Ja, ich habe mir nächste Woche Urlaub genommen. Also ab Montag bis Freitag oder was? Ja, ich bin aber Montag und bis... Also Montag bin ich da. Das ist am Freitag auch nicht. Ja. Dienstag bin ich auch den ganzen Tag unterwegs. Und wann bist du nicht den ganzen Tag unterwegs? Ich habe Mittwoch einen halben Tag Zeit. Besser als kein Tag. Dann will ich das aber dann abends irgendwann machen. So, nächstes Feld fertig und herzen. Dann kann ich mit euch im Call und dann könnt ihr mir eben noch die anderen Leute ein bisschen belustigen. Nö. Du bist ja dann der Belustigende. Was soll ich denn machen während deiner Aufnahme? Wo ich nicht mal mitspielen kann. Das ist ja dann überlangweilig. Und, mit mir mitreden. Klar. So. Die Presse auch noch aufgeräumt. Ja, Justin, rede am besten nicht mit anderen in der Aufnahme, weil sonst ist die Aufnahme nicht so gut. Ja. So. Gut. Ja, dann sind wir an sich soweit fertig. Ja, ich muss noch zwei Felder kalken. Und die sind beide am Arsch der Welt. Ich werde da jetzt so lange hoch und runter gurken. Ja, gut, ey, wollen wir uns so einen Hänger kaufen, der hinten so ein Rohr hat zum Überladen? Boah, wäre schon witzig an sich. Bloß wo wollen wir den noch hinstellen? Ist egal. Weil das würde sich sogar lohnen. Warte mal, haben wir so einen mit drauf? Ja, die Loma, den ZDK 1802.
Warte mal, Luca, lass mal kurz gucken. Wo wollen wir nächste Folge machen? Nö, können wir eigentlich auch jetzt. Ja, hier ist so ein Loma. Also Loma, habt ihr gesagt. Den ZTK 1802. Den kleinen. Ja. Da kannst du eine Schnecke drauf bauen. Hätte ich auch auf der Ding anders um. Geht für eigentlich. Das wäre eigentlich voll smart. Lass machen, oder? Vor allem den kannst du auch so noch nutzen. Ja, werden wir nicht, aber ja. Ich kauf mal. Mit Plattform und Abdeckung oder wie hast du dir vorgestellt? Ja, ich kauf einfach, siehst du dann. Okay. Aber bei den Abholungen. Ich glaube, die gibt es auch noch in größer mit Dingen. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Gibt's also 20. Oh Gott. Kann ich hier nicht. Da musst du also jetzt hier schnell runtergurken und dann mich immer beliefern oben. Ja. Ich fahr jetzt erstmal zu Wiese und teste, ob es geht und dann fahre ich hoch nur zu 60. Da werde ich eh ein paar Mal leer. Gut, dann einmal wieder hier Vollgas. Mit 70 durch die Ortschaft, das ist es. Naja, wenn schon, denn schon. Oh, ich geh aus. Weißt du, warum man auch nicht spulen kann? Die anderen zwei Deppen haben noch nicht davor gewendet gemacht von dem einen Feld. Haben die nicht gestern gesagt, sie sind fertig? Nee. Ben, was war bei dir gerade los? Ich hab mich verfahren, ich hätte dich abbiegen müssen. Aber das ist actually gut, das kann man im Notfall auch beim Säen mit benutzen, so. Ja. Ich weiß ja dann nicht, ob für Saatgut oder für Dünger. Oder kann uns überhaupt Dünger? Ja, ja. Wahrscheinlich eher für Saat. Dünger brauchen wir eigentlich eh nicht. Ja, stimmt, wir haben genug. So. Ben, bleib von meinem Hof weg. Fahr nur dran vorbei. Ich hub nur laut, dass seine Tiere durchdrehen. Ich hab nicht mal Tiere, also. Ja, schade. So, jetzt aber. Tage einfach. Doch, mit dem Hänger kannst du einfach R drücken, aber ich denke schon. Ja, ja, ich denke auch. So, da kommt hoffentlich nichts. Passt. Kann die Schnecke irgendwie noch ein bisschen so hoch machen oder so? Weiß nicht, ich muss gucken, was ich will. Easy. Damit die nicht ganz so weit hinten raussteht. Ach, Alter, das wird ein Krampf hier oben zu ackern. Wollt ihr hier oben Zuckerrüben oder sowas drauf knallen? Weiß nicht, ob du welche machen willst. Wenn ihr die so abkauft, dann ja. Ja, wir haben halt noch keine Bio. Im Moment noch nicht. Ja, kauf mal eine. Ey, was ich schwer machen möchte, dann muss ich warten, bis mein Getreide wieder fertig ist. Und Lua, kannst du den Scheiß aufladen? Oder bist du noch nicht so weit? Ah, warte, ich muss Abdeckung aufmachen. Ich dachte gerade schon, das geht nicht. Ah, jetzt. Ja, mach einfach mal einen Anhänger voll. Ja, ja. Kann man hier irgendwie durchfahren oder so? Boah, chillig. Weißt du, warum... Wisst ihr, warum die Krone Primus eigentlich in den Multiplayer geht? Keine Ahnung. Also stationär? Weiß ich nicht. Was, stationär? Ja, die kannst du ja stationär machen. Also, dass du sie hinstellst und dann Ballen reinstopfst. Ja. Ne, keine Ahnung. Okay, Ben, zu welchem Feld muss ich? Eis, ich bin auf zum falschen Feld gefahren. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und umgeflogen, oder? Ja. Hilfe. Ja, ich dachte kurz, ich bin zum falschen Feld gefahren, aber doch nicht. Ich dachte erst, es ist eine Wiese, aber es ist keine Wiese. Du sollst doch den Das Senken den Pferden überlassen. Im größeren Korb. Nicht gesagt, ich sollte mehr denken oder so. Digga, ist nicht gedacht, dass der Ding so schwer ist. Kalk, Hilfe. Kalk ist übel schwer. Du wirst über 5 km/h und hochgucken. So. Weiter geht's.
Jetzt mal bei Ralf, das kann ich Kühe schon holen, ey. Ja, eigentlich auch, bei uns oder? Auch. Wir bräuchten maximal noch Heu, aber das ist ja jetzt gerade nicht das Problem. Kannst du bei mir kaufen? Nö, da kommt ja auch dann nächster Grasschnitt und bis dahin haben wir da auch. Nee, ich muss bei mir teilweise auch Heu Ball machen und Heupellets. Warum? Weil ich die Pellet mache, wie immer. Leer? Oder brauchst du noch? Fertig. Weißt du, was ich mir holen möchte? Okay. Ich möchte mir einen Remus kaufen. Ja, kannst du ja machen. Für was? Was bringt dir Pellets? Mehr Geld. Ja, aber wenn du es eh nicht verkaufst, wenn du es eh noch verfütterst, dann juckt. Nee, ich will es ja verkaufen. Ich verdiene mit Heupellets 500 Euro die 1000 Liter. Und sage ich mal, wenn ich Heu so nehme, verdiene ich 111.000 Liter. Ich habe Justin gerade 10 Liter Kalk gespendet. Danke. Weil jetzt ist der Düngerstreuer leer, Kalkstreuer leer. Danke, Ben. Kein Ding. Wahrscheinlich hat es das nicht mal gebraucht, in diese. Nee, hat es auch nicht. Also den Flug müssen wir da irgendwie nochmal anders reinstellen, das sieht der ja so kacke gut aus. Der steht da so geil drinnen. Der steht richtig schön krumm, Mensch. Ja, wenn du das aus der richtigen Perspektive betrachtest, steht der richtig toll da drin. Ah. Die Perspektive macht's. Das ist doch immer so. So, dann geht's ja mal ab. Ist Plane drauf? Hab ich überhaupt noch was zu tun? Ah ja, ansehen, ne? Ja, aber nicht unbedingt. Das Gewicht putzt bei der Bulldog einfach gleichzeitig sauber. Moin. Brauche ich auch nochmal eine Politur? Nee, bei mir sieht's noch gut aus. Jetzt auch mal sauber.
Das ist so ein komisches Gewicht. Das geht gar nicht mit Ding. Welches? Meines. Das geht gar nicht mit V runter. Das ist immer mit Mouse Control. Ja, das ist auch nur ein Bumbo, so ein Ding. Ja, stimmt. So, machen wir hier mal noch zu. Und da steht halt schon was. Ja, ich stell's halt vor den Tank oder so. Oder du stellst hier drüben hin. Ist auch egal. Wir räumen noch ein bisschen auf und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst doch nicht ein Like und ein Abo dazulassen. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Glocke aktivieren. Denn das Ziel ist, bei uns sind jetzt wieder Ferien. Wahrscheinlich in der Folge ist schon zweite Ferienwoche, glaube ich. Genau deswegen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Auch wieder mehr Streams ist das Ziel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute. Tschüss.